Moin Moin, hier ist Dietmar von tariftipp.de. Ich begrüße euch zu unserem Handytest Nummer 566 und zwar checken wir heute das Motorola One Action. Ja, das Motorola One Action ist der Nachfolger des Motorola One Vision, ein sehr erfolgreiches Smartphone mit einem 21:9 Format. Und das One Action hier ist sehr ähnlich ausgestattet, hat aber eine Action-Kamera hier zu sehen, mit der man ja sehr weitwinklige und verwacklungsfreie Videos drehen kann, werde ich euch dann später noch in aller Ruhe zeigen. Es kostet zum Marktstart 259 Euro und das Motorola One Action ist seit ein paar Tagen auch in Deutschland erhältlich. Ich werde euch in diesem Video wie immer alle Stärken und Schwächen dieses neuen Handys hier zeigen. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Test. Und schon geht das los. Ja, wir starten mit dem Unboxing hier, der Verkaufskarton des Motorola One Action. Android One ist hier aufgedruckt, erkläre später noch, was das bedeutet. Wir haben hier die weiße Version zum Test bekommen. Es gibt das One Action auch noch in Blau und eine Handyhülle wird mitgeliefert, ist auch gleich drauf gebappt hier aus Silikon. Das ist natürlich sehr löblich und ja, im Lieferumfang finden wir dann natürlich auch noch ein SIM-Tool und Garantiehinweise und eine Kurzanleitung, außerdem ein USB Daten- und Ladekabel vom Typ C sowie ein Stromadapter, der hat 10 Watt, ist schnellladefähig. Ein Kopfhörer, hier das Netzteil, ein Kopfhörer finden wir leider nicht. Ja, kommen wir zur Verarbeitung und Wertigkeit. Das Motorola One Action ist dem One Vision, wie gesagt, sehr ähnlich. Allerdings hat es kein Corning Gorilla Glas mehr auf der Rückseite, sondern ein Plexiglas-Gehäuse. Und die Abmessungen liegen bei 160 mm in der Höhe, 71 mm beträgt die Breite, die Bautiefe liegt bei 9,1 mm. Das Ganze bei einem Gewicht von 181 Gramm, sehr handlich, sehr länglich auch durch das 21:9 Format. Und das Gehäuse des Motorola One Action ist leider nicht gegen Wasser und Staub geschützt, sondern nur gegen Spritzwasser. Ja, kommen wir zum Display des Motorola One Action. Die Bildschirmdiagonale liegt, wie gesagt, bei 6,3 Zoll. Sehr längliches 21:9 Format. Die Display-Ränder hier oben, unten, links und rechts sind angenehm schmal. Die Selfie-Cam hier oben ist in so einer Punch-Hole eingebracht. Die ist eigentlich ziemlich groß, finde ich, ein bisschen merkwürdig, aber es war schon bei One Vision so der Fall. Wir haben hier ein IPS-Display mit Full HD Plus Auflösung, 2520x1080 Pixel. Blickwinkelstabilität geht in Ordnung. Pixeldichte 432 ppi, schön scharf. Das ganze Display-Helligkeit liegt maximal bei 465. Candela, das ist okay. Und ja, schön flach das Display, keine Edges. Insofern geht das Display in Ordnung. Kurzer Rundgang um die Bedienelemente, hier klassisch Lautstärke, Wippe und An- und Ausschalter auf der rechten Seite, oben dann ein Mikrofon und ein Kopfhöreranschluss für analoge Kopfhörer. Auf der linken Seite dann hier das SIM-Fach, schauen wir nachher mal rein, und ein Mikro und der Mono-Lautsprecher. Hier oben aus der Hörmuschel kommt leider nichts raus, trotzdem geht der Lautsprecher auch in Ordnung, klingt schön laut und deutlich. Dann haben wir noch hier den USB-C-Anschluss. Und ja, es ist ein USB 2.0 Anschluss übrigens. Und auf der Rückseite haben wir dann hier mit dem Logo versehen den Fingerabdrucksensor. Den habe ich auch schon eingerichtet, zeige ich euch mal. Funktioniert wunderbar. Es gibt bei diesem Smartphone auch eine Gesichtserkennung. Auch die habe ich eingerichtet. Man kann auch das so einrichten, dass wenn man das Handy aufnimmt, dass die dann automatisch gestartet wird. Man muss allerdings leider noch einmal wischen, bevor es dann losgeht. Das finde ich ein bisschen schade, aber na gut, ist ja auch nicht so schlimm. Ja, dann schauen wir uns mal hier die Softwareausstattung an. Wir haben natürlich hier Android 9 installiert von Google. Und zwar ist das ein Stock-Android wie bei Motorola Smartphones üblich. Also ein reines Android ohne weiteren Aufsatz. Da hält sich ja Motorola immer schön an die Devise, weniger ist mehr. Und das passt auch einfach alles total super. Hier seht ihr die Schnittstellen. Lässt sich butterweich bedienen, da es eben keine extra Oberfläche gibt, wenn man nach rechts wischt. Kommt Google Discover. Google Assistant gibt es natürlich auch. Also das ist alles wunderbar gemacht. Hier könnt ihr einzelne Apps löschen oder alle auf einmal. Und wenn man dann ganz nach oben zieht, dann kommen sämtliche installierten Apps. Also nicht nur die auf dem Homescreen sind, sondern alle. Und außerdem hat Motorola hier wieder dieses wunderbare Widget installiert oder vorinstalliert. Mit vier Funktionen. Hier habt ihr den Wecker und da oben, wenn man hier auf das Wetter tippt, kommt dann die Wetter-App. Und unten gibt es dann den Kalender. Außerdem zeigt dieses Widget hier mit diesem Ring den aktuellen Akkuladezustand an. Hier nur noch ein Viertel etwa. Und ja, das ist wirklich gut gemacht.
Und ebenfalls normal oder üblich für Motorola-Smartphones ist das ist die Moto-App, die ist hier natürlich auch installiert. Da könnt ihr die sogenannten Moto-Actions definieren. Das sind Gestensteuerungen, da gibt es jede Menge. Zum Beispiel, wenn man das Handy zweimal so hin und her wippt, wird die Kamera gestartet. Oder aber auch die Taschenlampe kann man hier, wenn man zweimal so eine Hackbewegung macht, starten. Zack, zack, dann geht die Taschenlampe an und zweimal zacken wieder aus. Also das ist alles wunderbar. Zudem gibt es hier auch noch einen Infobereich, wo ihr so ein bisschen zusätzliche Informationen zu eurem Smartphone bekommt. Das macht Motorola, finde ich, immer ziemlich gut. Insofern, die Bedienung geht hier richtig gut in Ordnung. Ja, und dann schauen wir uns mal die Ausstattung und die Performance des Motorola One Action ein bisschen genauer an. Hier der AnTuTu Benchmark-Wert, den wir erzielt haben, knapp 150.000 Punkte, also Mittelklasse. Wir haben hier verbaut ein Samsung Exynos 9609, ziemlich ungewöhnlichen Samsung-Prozessor in einem Motorola-Smartphone. Das ist eine Octa-Core-CPU mit 2,2 GHz Taktung, 4 GB RAM-Arbeitsspeicher hat Motorola hier beim One Action verbaut. Und ja, wie ihr seht, wurde meine Daddle App Traffic Rider hier relativ zügig gestartet. Es ist nicht ganz so schnell wie High-End-Smartphones, aber trotzdem, zum Beispiel hier bei diesem Spiel, wenn man es mal geladen hat, läuft alles flüssig und auch die Grafik, die Bildqualität wird hier automatisch auf hoch eingestellt. Also das ist insofern auch alles wunderbar. Was haben wir hier an Bord technisch? Bluetooth in der Version 5, NFC haben wir. Wir haben sogar ein FM-Radio LTE mit 300 Mbit im Download nutzbar. Und ja, ihr habt Google Maps eben gesehen, wird schnell geladen. Und auch das Scrollen durch Webseiten, hier unsere Bestenliste zum Beispiel, ist sehr flüssig. Also insofern, obwohl wir hier ein Mittelklasse-Smartphone haben, ist es schön flüssig und eigentlich wunderbar. Ja, wie immer zeige ich euch nochmal die Rückseite hier, wobei ich das Handy jetzt ungefähr eine Stunde in der Hand hatte. Man kann kaum Fingerabdrücke sehen, zumindest hier bei der weißen Version, obwohl die Rückseite ja glänzend ist. Das ist natürlich immer herrlich bei weißen Smartphones, keine Fingerabdrücke. Ja, der Akku fest verbaut, 3.500 mAh Kapazität. Das reicht für eine Akkulaufzeit von etwa 675 Minuten. Der Akku ist schnellladefähig. Der mitgelieferte Stromadapter, habe ich ja vorhin gezeigt, unterstützt das auch. Induktiv ladbar ist er leider nicht. Der interne Speicher liegt bei 128 GB. Ihr könnt hier eine MicroSD einlegen, zusätzlich mit bis zu 512 GB oder aber zwei Nano-SIMs, wenn ihr denn lieber das Dual-SIM fahren wollt, das Smartphone. Insofern ist auch die Ausstattung hier speichermäßig okay. Ja, damit kommen wir zur Kamera hier, die Hauptkamera. Man könnte meinen, drei Objektive. Bei ein Objektiv ist hier eine TOF-Linse für den Bokeh-Effekt. 12 Megapixel Auflösung bietet die Hauptkamera. Zur Action-Cam komme ich dann später nochmal. Hier seht ihr die Selfie-Cam, ebenfalls 12 Megapixel Auflösung. Und ja, Beispiel Fotos, die ich mit beiden Kameras gemacht habe. Und ein Beispiel Video, zwei Beispiel Videos kommen dann später. Vorher wollen wir nochmal schnell, auch wie immer, durch die Foto- und Video-App hoppen und schauen uns mal hier die unterschiedlichen Modi an, die es gibt. Ja, Foto und Video gibt es natürlich. Wir gehen mal in die Einstellung hier im Bereich Fotografie. Gibt es eine Besonderheit. 12 Megapixel nur, in Anführungsstrichen, das Moto One Vision. Das Motorola One Vision hatte ja noch 48 Megapixel, hier also ein bisschen abgespeckt. Und ja, hier könnt ihr auch das 21:9 Format auswählen, wenn ihr quasi, ja, Fotos machen wollt, die das gesamte Display des Handys ausnutzen. Das ist natürlich ganz schick. Im Videobereich, ja, da gibt es zwei Auflösungen, nämlich einmal für die Hauptkamera hier zu sehen. Da könnt ihr bis 4K hochgehen, 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Das hier ist die Hauptkamera. Und die separate Action Cam hat hier eine eigene Einstellung. Da seht ihr hier Action Kamera Videogröße. Das liegt daran, dass ihr hier nur in Anführungsstrichen maximal, das hier ist die Action Cam, mit Full HD bis Full HD bis 60 Bilder pro Sekunde hochgehen könnt. Die Action Cam, die habe ich jetzt mal aktiviert. Die wird übrigens, wenn ihr das Handy im Hochformat haltet, wird trotzdem ein Video im Querformat gedreht. Das finde ich sehr praktisch. Das ist bei der Standardkamera nicht der Fall. Da ist es normal. Mit der könnt ihr natürlich auch Videos drehen. Aber wie gesagt, mit der Action Cam hier ist gut zu sehen, ist es quasi immer im Querformat, wenn ihr das Handy hochkant haltet. Der Bildstabilisator funktioniert hier super bei der Action Cam. Das ist auch einer der großen Vorteile. Kann man hier auch ganz gut sehen, denke ich mal. Es ist ein EIS, also ein elektronischer, kein optischer Bildstabilisator, aber der funktioniert wirklich hervorragend. Und deshalb darf sich, finde ich, Motorola das auch erlauben, hier von einer Action Cam zu sprechen. Ich werde später auch nochmal ein Beispielvideo zeigen, das ich in der Bewegung gemacht habe. Dann könnt ihr mal sehen, wie der Bildstabilisator so funzt.
Ja, jetzt schauen wir uns mal den Bokeh-Modus an. Hier gibt es unterschiedliche Stufen der Unschärfe im Hintergrund. Ich mache mal eine Beispielaufnahme hier von meinem Alien und da seht ihr schon, dass auch das funktioniert klasse. Dafür gibt es ja extra eine TOF-Linse hier beim Motorola One Action. Insofern kann man das natürlich auch erwarten. Und es funktioniert wirklich gut. Es gibt ja auch die Möglichkeit, nachträglich eure Bokeh-Fotos zu bearbeiten, zum Beispiel den Schärfepunkt zu setzen und so weiter. Dann gibt es natürlich noch weitere Modi hier unter mehr, Zeitlupe, Zeitraffer, Panorama, Porträt. Es gibt auch eine Spot-Farbe-Modus. Da könnt ihr so ja, Schwarz-Weiß-Fotos machen, wo nur eine Farbe eingestellt wird. Hier gibt es auch noch den Umschalter für den manuellen Modus, also den Profi-Modus, wo ihr die Belichtung einstellen könnt. Außerdem gibt es auch noch weitere Schnellschalter hier für den HDR-Bereich, also HDR automatisch oder manuell. Blitzlicht, Timer, dann diese Motion-Geschichte, die kein Mensch braucht. Und hier geht es in die Einstellung. Also das macht alles wirklich einen guten Eindruck. Ich wechsle nochmal hier auf die Selfie-Cam. Auch da gibt es ein Bokeh, also einen Porträt-Modus. Der funktioniert natürlich dann Software gesteuert, weil es hier keine TOF-Linse gibt. Aber auch hier werde ich später nochmal ein Beispielfoto zeigen. Macht das Motorola One Action echt einen guten Job. Da kann man nicht meckern. Und ja, was ist noch zu sagen? Achso, Google Lens gibt es hier auch. Das ist ja die Bilderkennung von Google. Zeige ich jetzt nicht, das dauert zu lange. Stattdessen schauen wir uns jetzt die Beispielfotos an. Jo, dann wollen wir mal gucken, was die Kamera so leistet. Hier mein Häschen im Stall bei mittleren Lichtverhältnissen. Ganz vernünftig. Ihr seht schon, ich habe hier das 4:3 Format. Diese Fotos sind also mit der Hauptkamera im Automatikmodus geschossen. Ja, die Bildqualität ist gut, ist allerdings nicht ganz so gut wie beim One Vision. Da war sie ja wirklich hervorragend. Die Kamera hier, die Blende liegt bei f1.8. Also bitte nicht missverstehen, die Kamera ist wirklich gut. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier irgendwie große Abstriche machen muss. Aber ich glaube, die One Vision hat mir dann doch noch einen Tick besser gefallen. Sie hat ja auch höher aufgelöst und 4 Bildpunkte zu einem Pixel zusammengefasst. Das macht das One Action nicht. Hier gibt es eine Auflösung von 12 Megapixeln. Trotzdem gelingt schöne Bilder hier, farblich sehr neutral. Und ja, es gibt allerdings nur eine Brennweite. Also es gibt kein Tele und auch kein Weitwinkel. Hier mal ein Beispiel für eine Bokeh-Aufnahme. Sehr schöne Trennung zwischen Vorder- und Hintergrund. Hier eine Makroaufnahme bzw. eine Nahaufnahme von einem Modell. Und dann folgt jetzt noch gleich eine Selfie-Aufnahme, die ich logischerweise mit der Selfie-Cam im Bokeh-Modus gemacht habe. Hier zu sehen, Hintergrund meine Katze. Sehr schön unscharf. Das ist wirklich super gelungen. Und jetzt folgt das Beispiel-Video, das ich mit der Action-Cam gemacht habe. Dazu bin ich einfach durch den Garten gelaufen, habe das Handy einfach in der Hand gehalten hier. Das würde normalerweise wackeln wie Hölle. Also es würde einem schlecht werden geradezu. Ich habe auch wirklich extra doll gewackelt und wie ihr seht, diese Bildstabilisator der Action Cam mit 117 Grad ist wirklich super. So, wie immer auch ein kurzes Beispiel-Video, das ich mit der Hauptkamera des Motorola One Action drehe. Und zwar nicht mit der Weitwinkel-Action-Cam, sondern tatsächlich mit der Hauptkamera. Ganz einfach deshalb, weil diese Kamera die höhere Auflösung bietet. Wobei ich jetzt für dieses Testvideo tatsächlich auch nur Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde eingestellt habe. Das kann die Action-Cam tatsächlich auch. Ja, für die Action-Cam kommt dann gleich noch ein weiteres Video, da könnt ihr euch da mal anschauen, wie diese 117 Grad Weitwinkelkamera im Action-Modus so funktioniert. Ja, wie immer nutze ich die internen Mikros, das soll es auch schon gewesen sein mit diesem kurzen Videoeindruck des neuen Motorola One Action. Und jetzt geht es dann auch schon weiter mit dem Fazit. Ja, damit kommen wir zum Fazit, zum Motorola One Action. Dieses Handy hat ein paar Besonderheiten, allen voran natürlich das 21:9 Format und diese gute Action-Cam, die, wie vorhin gesehen, wirklich einen großen Winkel hat. Hier seht ihr nochmal die Kameraeinheit, also 117 Grad, da kriegt man wirklich viel rauf und ja, auch der Bildstabilisator hat mich wirklich überzeugt. Also das hat Motorola gut hingekriegt, finde ich, und Leute, die ja gerne so Bewegungsvideos machen, die werden hier ihre helle Freude haben an diesem Smartphone. Es gibt auch ein paar Kontrapunkte rechts, es gibt ein paar Features, die fehlen. Es gibt kein Stereo-Speaker, kein induktives Laden und keinen echten Wasser- und Staubschutz. Stattdessen das Gehäuse, hier nochmal zu sehen, hat nur einen Spritzwasserschutz. Und außerdem ist das Display, es ist nicht zu dunkel, aber es könnte durchaus ein Tick heller sein. Das war beim One Vision allerdings auch schon der Fall. Ja, ihr habt ein 6,3 Zoll Display, Stock Android und Android One. Android One bedeutet ein Update-Garantieversprechen über 3 Jahre, also was Sicherheitspatches angeht, und mindestens 2 neue Android-Versionen. Also ihr werdet noch Android 10 und auch Android 11 bekommen, wenn ihr dieses Smartphone kauft. Das ist ja auch mal sehr angenehm. Und ja, außerdem haben wir hier ein Quick-Charge, also ein schnellladefähiges Netzteil.
schnellladefähigen Akku samt dazugehöriges 10 Watt Netzteil im Lieferumfang und eine Handyhülle ist auch dabei. Also da kann man nicht meckern. Ja, das soll es gewesen sein zum Motorola One Action. Links unten seht ihr nochmal die Wettbewerber. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Vielleicht abonniert ihr auch meinen Kanal. Ich teste hier immer die neuesten Smartphones auf tariftipp.de. Schaut auch mal auf meiner Webseite vorbei. Im Bereich Handytests findet ihr tausende von Informationen zu allen möglichen aktuellen und auch älteren Smartphones. Ich grüße euch und sage Tschüss.